Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Adventskalender-Time, Türchen 9 bis 25 von Glossybox. Ich wollte ja eigentlich jeden Tag was machen, ging leider schlecht, tut mir leid. Aber dafür kommen jetzt alle 7 Adventskalender hintereinander von Türchen 9 bis 25 oder 24, kommt immer drauf an. Glossybox ist jetzt dran. Türchen 25. Also fangen wir an mit Türchen Nummer 9. Aber erstmal mal aufklappen und gucken, dass das jetzt im Video funktioniert mit meiner Tollpatschigkeit. Okay, ich hab's. So. Was habe ich gesagt? Türchen 9. Genau, von Glossybox. Türchen 9 ist hier unten. Türchen 9. Und diesmal muss ich auch suchen. Und da haben wir von Seattle London Everyday Wakai Coconut Oil drin. Ich habe noch nie das, was in der Box drin war, aufgemacht. Aber okay, kann man gebrauchen. Lippen brauchen Pflege. Türchen Nummer 10, jetzt muss ich wirklich suchen, ist hier und schwer. Ah, da hat es, glaube ich, 3 verschiedene gegeben. Und ich habe jetzt, was habe ich denn drin? Ach, bleibt da mal auf. Von Yankee Candle, genau, die Coconut Beach habe ich drin. Aber da hat es, glaube ich, noch 2 andere Sorte, gell? Ich weiß nicht, was war. Ich weiß gar nicht, ob es eine Beere noch gegeben hätte, aber okay. Oh, die riecht aber nach Kokos und Vanille. Hm, was für mich. Eine Kerze von Yankee Candle. Türchen Nummer 11. Wo haben wir die Mädchen? Türchen Nummer 11. Hoppala. Und da ist drin ein Spongy Slim von Invisibobble. Sind sogar 2, oder? Oh, das Silberne gefällt mir. In Silber und, was bist du? Rosé? Kann man das so sehen? Ne, da sehen wir nur das Silber. Andersrum. Scrunchies gehen immer. Nummer 12. Achtung. Nummer 12. Wir machen immer den Mund auf, wenn man sie gebrauchen kann. Ach, kein Wunder. Weiblein futtert, Männlein meckert. Nummer 12. Kitty Nail Highlighter. Ich weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Ist so ein Schimmer. Ja, kann man auch über Gelnägel oder irgendwas machen. Werde ich mal ausprobieren, denke ich. Nummer 13. Riesentürchen. Riesentürchen. Und da haben wir was Praktisches, Brauchbares, wie auch immer drin. Und zwar ein von Soeco Satin Pillowcase. 80x80. Also für die ganz normale Kiesehals und Satin. Kissen auch gut für die Haare sein sollen. 14. Ist da oben, hier bei dir, Türchen, Türchen 14, haben wir drin, ja, was haben wir denn da, von Rila, I am beautiful, eine Mascara. Ich muss gar nicht, dass die auch Mascara haben, ich hab wieder nicht richtig. Ah, ich treffe sie doch. Komm her. War bis jetzt immer der Bronze drin, gleich ein Augenbrauenprodukt und eine Mascara. Bin mal gespannt. Dann, das war die 14. Türchen 15 haben wir hier, aber irgendwie bleibt gar nichts bei mir. 20. 15. 20. Wieder was, wo ich nicht nehmen darf. Ja, danke schön. Jetzt ja gerne mal ausprobieren. Entschuldigung. Von Molden Brown Coastal Grippers and Sea Fenchel Bad and Shower Gel in 50 ml. Aber leider nichts für mich. Die 16 oben drüber, wenn man nicht blind ist, heißt. Und da ist drin, dazu von Balance Me, ein Radiance Face Oil. Ich wusste gar nicht, dass die entfernen. 10 ml. Ich wusste gar nicht, dass die entfernen.
wenn man das jetzt macht, wie lange haltbar? Sechs Monate? Nee, dann bleibst du noch zu. Mal schauen. Die 17. 17 haben wir hier. Da haben wir drin von Symbiosis London. Prebiotics and Retinoids. Ein Facial Serum in 30 ml. Hatte ich jetzt noch nicht von denen. Ich hatte eine Nachtcreme. Ja. Ein Serum hatte ich jetzt noch nicht. Bin ich gespannt. Augenblick. So, weiter geht's. Habt ihr eine leckerlis Neigebe? Wo war ich jetzt? War das jetzt 17, ne? Ja. Dann sind wir jetzt bei Türchen 18. Das ist hier oben. Ja. Großes Türchen, kleines Produkt. Oder schmales Produkt, wie man es nennen mag. Und zwar von Luvia, ein Eyeliner. Dazzling Gold. Na gut, als Eyeliner geht ja ein Gold noch, ne? Lass ich mal noch. Ja. Ein Eyeliner. Nummer 19 haben wir. Ja, wo haben wir dich? Ah, ich bin der 15. Die 19. Super. Und zwar von Rodial Fitze. Ein Gesichtsquad. Ich habe jetzt hier schon 2 oder 3, ich weiß es gar nicht. Ich muss mal das Ende leer machen. Der Affe. Aber ein Gesichtscup kann ich immer gebrauchen. Doch, 20. Ich kann immer denken. Die 20. Und da haben wir ein Produkt, wo mich verfolgt mittlerweile. Und zwar von Model Co. Highlighting Shimmer Whip. Ein in Farbe Champagne. Ja, der verfolgt mich. Ich weiß auch nicht. Viele Sachen verfolgen mich komischerweise. In einer Tube. Keine Ahnung. Aber der verfolgt mich wirklich, Alter. Das ist langsam echt merkwürdig. Die 21 haben wir hier. Ach ja, da hat es ja auch 2 verschiedene geben können. Und zwar von La Vera. Habe ich die Diamond oder wie hast du Käse? Warte, ohne. White Aura 02 Lip Balm. Einmal. Schimmer Lip Balm. Ich habe den jetzt auch mit Farbe gegeben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. 22. Habt ihr gefunden. Die 22. Manchmal kann man gerade meine Mann ist blind, ne? Von Earth Harbor Aqua Aura eine Augencreme. Kenne ich zum Beispiel jetzt gar nicht die Marke. Eine grüne, türkisene, keine Ahnung, Augencreme. Da bin ich mal gespannt, was die machen soll. Ich habe eine Fliege. Eine Augencreme. Die 23 haben wir. Ja, wo haben wir nicht? Jetzt bin ich aber wirklich blind, oder? Geh weg, du Mücke. Ah, hier. Gefunden. Wie fühlt das Türchen aus? Weil wir haben von Barbour Ampullen 7 Stück, die aktiv neigt. Die kenne ich noch gar nicht. Da bin ich echt mal gespannt. Aktiv neigt, was sollst du können? Die Wirkstoffmix der Aktiv-Night-Ampulle regeneriert die Haut, unterstützt den Erhalt und die Stärkung der Hautbarriere und reduziert Knitterfalten über Nacht. Die Haut wird intensiv durchfeuchtet und widerstandsfähiger im Kampf gegen die tägliche Herausforderung. Kann man echt gebrauchen. Morgens erholsam aufwachen. Bin ich mal gespannt. Was war das jetzt, die 23? Kommen wir zur 24. Und da ja der Kalender 25 Türchen hat, ist das das vorletzte Türchen. Und irgendwie haben meine Türchen echt Knall heute. Obwohl, unsere eine Ente hat zur Zeit eine Schmusephase.
So, weiter geht's mit 24. Da haben wir von Brushworks einmal so Powderpuff drin. So zwei kleine Runden. Der muss immer meckern, wenn die futtert. Wenn man es nicht aus der Hand faltet. Das soll ein Powderpuff sein. Bin ich mal gespannt. Und dann haben wir noch in dem Türchen von Brushworks ein Pinselset. Dazu geklebt ich aber. Ein Pinselset, da freue ich mich. Ich liebe Pinsel. Ich habe so viele Pinsel. Steht sogar Limited Editions drauf. Also einmal Augenbrauen oder Mascara ein bisschen zu entfernen. Ein Eyeliner. Ein Angel Brush, ein Shader, ein Blender und ein Inner Corner oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich die Schrift, für was es sein soll. Gar nicht. Aber Pinsel kann man eigentlich benutzen, für was man es benutzen will. Man muss jetzt nicht nur geben, was es wirklich ist. Also. Dann kommen wir zum letzten Türchen, die 25. Und Trommelwirbel. Wie immer riesengroß. Und da ist eigentlich. Nee, ich glaube, letztes Jahr war was anderes. Hört hier rein. Riesig. Wie ich mir das so komisch gemacht, dass ich die Krise kriege. Und zwar haben wir eine Lidschattenpalette drin. Ich bleibe da egal. Timer. Und zwar von Bella Bier Cosmetics 35 Color Palette. Ja, Ultimate Nude steht noch drauf. Mit Spiegel. Oh, ich krieg die gar nicht ab. Das ist gut. Lassen wir es noch drauf. Mit diesen Farben. Eine Lidschattenpalette. Das war Adventskalender Glossy Box 2023. Ich habe nur 17 Euro bezahlt. Weil er war reduziert und mit der Punkte habe ich dann nur noch 17 Euro dazu bezahlen müssen. Ich habe auch dieses Jahr gewartet, damit ich mir den vollen Preis bezahle, weil letztes Jahr hätte ich meinen Hintern beißen können. Da habe ich einen Brisel für 80 Euro gekauft und ja, ich glaube am Halloween oder sogar Black Friday mäßig war er dann auch wieder reduziert und da hätte ich mir echt in den Hintern beißen können. Und dieses Jahr habe ich gewartet und siehe da, habe nur noch 17 Euro zahlen müssen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne Entschuldigung, meinen Kanal. Für euch ist es kostenlos, für mich bedeutet es viel. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.